Herzlich willkommen zurück zu The Witcher Assassins of Kings. Dich kriegen wir auch noch. Und? Hast du ihn erwischt? Sheela war schneller. Er ist tot. Dreckstück! Ist sicher schon jenseits des Nebels. Auf, Hexer! Wir müssen diesen verdammten Fluch bannen. Hier, das Symbol für Mut, das du suchst. Vielen Dank. Sprich mit Detmold über den Fluch. Ja, das machen wir auch noch anschließend. Ich bin bereit, den Fluch zu brechen. Ich habe alle Artefakte. Dann gibt es die Chance, dass wir bald gegen Edirne ziehen und du dein Gedächtnis wiedererlangst. Ich brauche deine Hilfe, Zauberer, um die richtigen Geister zu finden. Sie werden dich finden. Die Aura der Artefakte zieht sie an. Lass sie denken, reden und handeln. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Geralt, da ist noch etwas. Ich habe das Schlachtfeld geprüft und den Geist des Besuchers gefunden. Er ist nicht wie die anderen. Er hat sich verwandelt. In einen Draug. Das war zu erwarten. Viel Erfolg, Hexer. Vielen Dank. Nimm an der Schlacht im Geisternebel teil. Das kann ja was werden. Ihr wisst ja hier, oder falls ihr überhaupt neu angefangen habt, hier zuzuschauen, das Land wurde überfallen mit einem Fluch und das vor 3 Jahren von einer Zauberin. Die Zauberin ist tot, wir mussten Artefakte suchen, diese Artefakte haben wir gefunden. Und jetzt müssen wir irgendwie den... Oh, halt die Klappe da hinten, bitte. Ja, die Leute hier besaufen sich auch einfach durchgehend. Und jetzt sollen wir wohl den Fluch stoppen. Das haben wir leider noch nicht getan, weil wir zwischendurch auch von Mördern angegriffen wurden, wie ich schon vorhin erzählt habe. Aber jetzt beginnt der Spaß. Heiliger Bimbam. Und dort hinten ist übrigens auch das Bordell, das schöne Bordell, wo wir auch schon bumsen waren. Wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ist ja auch nur ein Spiel, ne? Also von daher. Shit drauf! Und jetzt geht's weiter. Oh Gott. Wie warm es ist. Ein schöner Herbst. Wird wohl reichlich losgehen. Wir werden es wohl nicht pflücken. Ihr pflückt die Köpfe der Feinde. Und zwar sofort. Los jetzt! Vernichtet diese kätwelischen Köter! Ruhe. Wir sind noch nicht so weit. Manchmal vergesse ich fast, warum wir uns eigentlich schlagen. Mächtige Könige brauchen eben Kriege. Sollen Demavent und Henselt die Sache doch mit einem Duell entscheiden? Mein Schwager stammt aus Kettler. Ich war mal bei denen auf dem Markt. Gute Ware haben sie mir verkauft. Billiger als bei uns. Haltet die Klappe, verdammt nochmal! Kettwinder sind Tiere, allesamt! Wisst ihr, was die mit unseren Frauen machen, wenn wir diese Schlacht verlieren? Habt ihr vergessen, dass sie gekommen sind, um zu stehlen, zu brandschatzen und unser Land zu rauben? Wollt ihr es ihnen vielleicht schenken? Diese Brut! Auf sie! Nein! Auf das Signal warten! Nach was abwarten? Schweig! Bogenschützen, Pfeile entzünden. Ziel, erster Wall. Auf sie! Die feindliche Standarte erobern! Oh mein Gott. Und jetzt? Ich verstehe. Aber nicht meine Freunde, sondern die hier. Ich verstehe. Dann wollen wir mal. Ach du Scheiße. Autsch. Sag mal, geht's noch? Nimm das, du böser Verräter. Du Sohn eines Schweinepriesters. Oh mein Gott. Und wieder in eine andere Person inkarniert. Die Standarte! Sie schießen uns an wie Enten! Verständigt den Feldherrn! Das ist eine Falle! Ohne Verstärkung sind wir verloren!
Muss ich es ihm sagen? Woher denn? Das macht Prinzessin Syphilis. Sieh bloß zu, du Esel, sonst spicken sie uns alle. Das schaffe ich doch nie. Meine erste Schlacht. Zum ersten Mal getötet. Blut an meinen Händen. Und wir kriegen Besuch. Pfeilhagel. Teile den Oberbefehlshaber mit, dass die Standarte dem Feind in die Hände gefallen ist. Okay, muss ich jetzt geradeaus? Ich glaube schon. Shit, Pfeile. Ich sollte aufpassen. Shit. Ich kann aber auch nicht rollen, das ist das Problem. Schade. Ist ein bisschen unglücklich. Feuer einstellen! Das ist einer von uns! Herr, das graue Feenlein schickt mich. Ein Hinterhalt. Wir brauchen Hilfe. Deine Kundschafter haben das Schlachtfeld doch genauestens beobachtet. Jawohl. Sie müssen die Gräben in der Nacht ausgehoben haben. Tagsüber war das Feld frei. Herrin Glevisig hat mit Magie über das Feld gewacht. 10 Schläge für jeden Kundschafter. Den Strick für jeden Dritten. Herr, wir brauchen Verstärkung. Es gibt keine Verstärkung. Hart aus! Und du, Glevisig, mit dir rechne ich nach der Schlacht ab. Der König wird von deiner Unfähigkeit erfahren. Befehlshaber entscheiden über den Ausgang von Schlachten, nicht Zauberinnen. Denk dran, auch ich erstatte Bericht und... Das Gespräch ist jetzt beendet, Hexe. Zeit hier zu gewinnen! Meine Herren, zu den Standarten! Und auf in den Kampf! Ach du meine Güte. Du magst fertig sein mit mir, aber ich noch lange nicht mit dir. Nado Vesivek. Was können wir tun, Sabrina? Meine Stellung an Hänsels Hof ist in Gefahr. Und wenn Vandergriff die Schlacht gewinnt, wird Hänsel nichts mehr aufhalten, Oberedirn einzunehmen. Das Ende des Kräftegleichgewichts im Norden. Was willst du tun? Das Feuer des Melga. Ich töte Vandergriff und schwäche beide Seiten. Eine solche Waffe kann streng geahndet werden. Das ist mir klar. Hänsels Hegemonie passt nicht zu den Plänen der Loge. Wir helfen dir, aber denk daran. Geht es schief, bist du auf dich gestellt. Ich bin bereit. Ihr nicht drauf? Ihr sterbt ja wie die Kakerlaken unterm Stiefel. Ist da irgendein Catwinner, der es mit Selkirk von Kuleta aufnimmt? Besiege den General der catwinischen Streitkräfte. Okay. Gibt's ja wohl nichts Einfacheres, glaube ich. Oh Gott. Wie geil ist das denn bitte? Das. Ja, und der Typ ist irgendwie stark. Okay, da sind die Nächsten. Zack. Bam. Bam, bam. Du auch. Links, rechts. Autsch. Alter, was war das? Was war das bitte für ein Hieb? Und du auch. Zack. Okay, kann ich durch?
Ah! Alter. Ein Feuerball. Okay, dann wollen wir mal sehen, wo der Typ ist. Ich komme mir vor wie ein Wahnsinniger. Oh oh. Der Besucher. Gegen den will ich schon lange kämpfen. Verschwinde, Geist. Ich lass mir doch einen Zweikampf mit Vandergriff nicht entgehen. Er wird dich wieder töten. Selkirk fürchtet den Tod nicht. Wenn du stirbst, werden auch deine Soldaten immer wieder sterben, bis in alle Ewigkeit. Geh, das ist keine Aufgabe für einen Ritter, sondern für einen Hexer. Ich tue das nur für meine Leute. Dankeschön. Na, etwas für uns natürlich. Stirb! Fandas Feinrich. Gnade. Du hast mich enttäuscht! Wer bist du? Dein Albtraum! Oh oh. Der will's wissen. Ach du Scheiße. Das kann was werden. Ach du Scheiße. Okay. Ausweichen, ausweichen. Ach du Scheiße. Wie viel Damage macht der denn bitte? Oh mein Gott. Okay. Okay, ausgewichen. Und Angriff von hinten. Ach du Scheiße. Oh, was macht er jetzt? Autsch. Oh Gott. Vulkan. Welle. Feuer. Okay, ich muss mich konzentrieren, Freunde. Nixer. Shit. Ich muss ausweichen. Wieso geht das nicht? Oh Gott, ist das schwierig. Na, das müssen wir auf jeden Fall nochmal probieren. Oh mein Gott. Ich habe den auf jeden Fall unterschätzt. Ich dachte, der wäre ein bisschen leichter. Aber der ist ziemlich stark. Sehr stark, um genau zu sein. Ich habe auch gar keinen Trank genommen vor dem Kampf. Das ist mies. Das ist echt mies. Ich kann auch nicht mal einen Trank nehmen. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Okay. Einen Moment. Was können wir hier nehmen? Quinn, Axi, Jordan oder Art? Jordan, oder? Shit. Alter Falter. Der will's ja wirklich wissen. Okay, da war was. Okay, okay, ich verstehe. Ich weiß, was ich machen muss. Hab ich den jetzt... Ja, ich hab ihn gelähmt. Ich kann ihn so lähmen, das ist das Gute. Das Problem ist, er hat halt natürlich ein Schild. Und das muss ich als erstes irgendwie wegbekommen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit ausweichen, anders geht's nicht. Shit! Wir sind ja wieder fast low. Ach du Scheiße. Okay, Igni. Mach Igni. Oh mein Gott. Na los, greif mich an. Komm näher. Dankeschön. Jetzt aber. Vielleicht schaffen wir es. Na los! Na los! Fast! Jawohl! Wir haben ihn! Oh mein Gott! Hättest zu Hause bleiben sollen, Vandergriff! Danke, Zauberer! Dass wir nach so einem Sieg sterben müssen! Kräfter! Gegen so einen Zauber kann man nicht kämpfen! Zauberhagel, unreines Feuer, wehe uns! Was tun Sie da, Mund? Wie die Prophezeiung sagt, es kommt die Zeit, dass sich die Zauberinnen gegen die Menschen wenden, Feuerkugeln vom Himmel regnen und das Werk der Zerstörung sich vollendet. Und jetzt? Sollen wir hier auf den Tod warten? Ich will euch führen, wie der Hirte seine Herde, aus dem finsteren Abgrund.
Folgt mir, Männer. Führe deine Einheit bis zur Stellung des Königs. So sei es. Wie sehen wir denn bitte aus? Hammergut. Okay, schnell durch. Kommen die auch hinterher überhaupt? Da kommen sie. Da müssen sie sich aber eigentlich beeilen. Stellt das Feuer ein! Unsere Leute sterben! Ein Massaker! Rettet uns, Herr! Sabrina, ist das dein Werk? Lasst zum Angriff blasen, Majestät! Eddins Armee löst sich auf! Nicht nur die! Sieh dir diese panischen Horden an! Heute Morgen waren sie noch die Blüte meiner Ritterschaft! Wenn sie Verstärkung bekommen, schaffen sie's! Wer hat dir zu zaubern gestattet? Herr, wenn ihr jetzt losschlagt, ist Ober-Edian euer! Du besudelst meine Ehre! Du schlachtest meine Ritter! Majestät, die Schlacht war verloren! Du wagst es, mich vor dem Avent zu entwürdigen! Deine Streitkräfte haben bis zum Schluss gekämpft! Und so ziemt es sich auch für ehrenhafte Männer. Du bist des Todes auf dem Scheiterhaufen, Sabrina Glewisig. Ich werde zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. Geburtsrecht. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Ich hoffe. 25. Juli 1270, der Angrenwald. Kein Kraftpotz oder Riese dieser Erde wird je den Hieb eines Schleimlingsschwanzes abwehren können. Leto hat es auch nicht geschafft, aber immerhin hat er überlebt. Ich helfe ihm. Hexer sollten sich auf ihrem Weg gegenseitig unterstützen. Er hat zwei Gefährten, Hexerbrüder aus der Schlangenschule. Die wilde Jagd rast nach Süden. Leto aus Guletar weiß wohin. Er kennt den Endpunkt der Jagd. Endlich bist du wach. Wo bin ich? Am sichersten Ort im Lager, mein Freund. Im Puff. Genau. Oh mein Gott, ey. Wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Man hat dich bewusstlos auf einem Feld gefunden. Der Nebel... ist weg. Seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen? Sicher? Mhm. Roche hat es in einer geheimen Mission nach Kaedwyn und wieder zurückgeschafft. Wie geil ist das denn bitte? Okay, und was macht er bitte? Na gut, wir wissen ja, dass er ein Fraubenschwarm ist. Der gute Ritter Sporn. Was machst du hier? Ein Wegstecken? Sehr witzig. Mein Freund liegt in schrecklichem Zustand da nieder. Das könnte ich nicht tun. Schau dich um. Du bist in einem Hurenhaus. Dienstlich. Das zählt nicht. Na gut. Meine Erinnerungen kehren zurück. Die guten Erinnerungen, die ja verloren sind von Geralt, da er ja diese im Kampf verloren hat. Cedric hatte recht. Die Kraft der Geisterschlacht regt das Gedächtnis an. Du bekamst Einblick in ein weiteres Kapitel der Saga Geralt von Riva? Ich erinnere mich jetzt, wer mir geholfen hat, die wilde Jagd einzuholen. Wer denn? Leto, Foltests Mörder. Ich hatte ihm das Leben gerettet und er verriet mir, wo ich die wilde Jagd finden würde. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Was ist hier passiert, während ich bewusstlos war? Eine ganze Menge. Du hast den Geisternebel vertrieben. Henselt hat vom Komplott erfahren und Detmold ist verrückt geworden. Detmold? Was soll das heißen? Detmold ist verrückt geworden? Henselt hat ihn zur Schnecke gemacht, weil er ihm das Komplott verheimlicht hat. Und dann nochmal, weil er die Anführer nicht gefunden hat. Ehrgeizig wie Detmold ist, dürfte ihn das ziemlich aus der Fassung gebracht haben. Er hat jeden Verdächtigen verhaften lassen. Er verhört und foltert sie und knüpft sie auf. Seit 3 Tagen. Er tut immer das, was er am besten kann. Wie krass ist das denn bitte? Und Henselt, der König von Kaedwyn? Warum greift Henselt nicht an? Adel und Offizierskorps verlangten diverse Privilegien und Garantien, dass es keine Absprachen mit Nilfgaard gibt, dass sie Land im Pontartal erhalten. Und Henselt? Hat getobt und sie der Feigheit bezichtigt. Aber er braucht den Adel eben.
3 Tage ging es hin und her. Mit Versprechungen hat er dann genügend Soldaten rumgekriegt und ist gen Bergen gezogen. Die Schlacht müsste im Gange sein. Oh, Backe. Wer steckt hinter der Verschwörung? Ah, Mann, ey. Das ist so verwirrend mittlerweile. Ist schon klar, wer hinter der Verschwörung steckt. Wer führt sie an? Breitfeld, Kirim von Keingorn und Gunnar Blekenhofe sind verhaftet worden. Bisher ohne Resultat. Naja, ich selbst weiß natürlich, wo man den Anführer findet. Wie war das? Ich habe schon immer gesagt, dass Bordelle zu den besten Orten unter der Sonne gehören. Man kann nicht nur... Komm zur Sache, Rittersporn. Ich habe Lispelotte belauscht. Lass dich bloß nicht von ihrem Spitznamen täuschen. Sie hat eine wunderschöne... Zur Sache. Keine Ahnung, mit wem sie geredet hat. Ich konnte ihn nicht sehen. Aber er hat gesagt, heute kriegen wir Anweisungen in der Hütte auf den Klippen. Rittersporn, da ist noch etwas. Ja? Deine Pamphlete. Wenn Detmold davon Wind kriegt. Stimmt. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Nicht wir. Du. Und zwar schnell. Ich würde dich doch nicht verlassen, Geralt. Hier warten Abenteuer. Königreiche gehen unter. Stoff für Balladen. Himmel, Rittersporn, die Zeit für Späßchen ist um, kapierst du nicht? Wenn Detmold dich kriegt, verkriech dich irgendwo, weit vom Pontatal entfernt. Na gut. Na schön. Aber nur für dich. Ich fahre nach Ochsenfurt und grüße unsere gemeinsamen Bekannten. Wenn das alles vorbei ist, finde ich dich. Zweifellos. Es ist ja immer noch etliches unklar. Wie geht's denn weiter, Geralt? Ich suche Sheela, den Königsmörder und mein Gedächtnis. Aber zuerst finde ich raus, wer hinter dem Komplott steckt. Ich habe da einen Verdacht. Meinst du Sheela? Rittersporn, geh jetzt. Bis zum nächsten Mal, alter Kumpel. Verschwörungstheorie. Geh zum Treffen der Verschwörer im Haus auf den Klippen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play The Witcher 2. Wie geht es weiter mit der Story? Werden wir Sheela treffen? Und was ist mit Detmold,